Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du meinen Kanal abonnierst, kannst du auch nichts mehr verpassen. Ich möchte heute ein Meisterwerk von Stephen King vorstellen, S. Und ich wünsche dir dabei viel Spaß. In S geht es um die Kleinstadt Derry, die in Maine, USA liegt und wie 7 Freunde ein unbekanntes Grauen bekämpfen. Bill, Ben, Eddie, Beverly, Mike, Stanley und Richie wachsen in Derry auf. Und im Sommer 1958 verbringen sie die Schulferien zusammen und werden enge Freunde. Doch in Derry geht Schreckliches vor sich, denn immer wieder verschwinden oder sterben Kinder. Und Bill und seine Freunde kommen Stück für Stück dahinter, wer oder was dafür verantwortlich ist. Stephen King ist ein Meister des Horrors und mit S hat er es wieder einmal bewiesen. Ich fand das Werk einfach nur großartig. Es hat mich gegruselt, erschreckt, schockiert und fasziniert. Es fängt ja mit dem kleinen Bruder von Bill an, Georgie, und seinem Papierboot, das in den Gully fährt. Und da taucht ja das erste Mal der Clown auf. Und obwohl ich auch wusste, was jetzt passieren wird, war das so unheimlich. Ich hatte sofort diese ganzen Bilder im Kopf und die ersten beiden Sätze von Pennywise, da hatte ich sofort eine Gänsehaut. Danach lernt man erstmal die 7 Charaktere richtig kennen und obwohl sich das über viele, viele Seiten hinzieht, war es für mich nicht einmal zwischendurch langweilig oder langatmig. Man sieht ja am Anfang nur dieses dicke Buch, das 1500 Seiten umfasst und man denkt sich nur, oh mein Gott, da werde ich ja jetzt ewig dran lesen. Aber ich bin so tief in die Geschichte eingetaucht, dass ich das völlig ausgeblendet habe und mir das auch komplett egal war. Das einzige Negative, was ich nur sagen muss bei so einem dicken Taschenbuch, wenn man das denn die ganze Zeit immer so hält, dann tun einem irgendwann auch die Hände weh und am besten war es immer, wenn ich es irgendwo ablegen konnte. Stephen King hat eine besondere Art zu schreiben und Geschichten zu erzählen. In S werden einmal die Ereignisse aus der Kindheit der 7 Freunde erzählt und dann noch einmal, was passiert ist, als sie erwachsen wurden und nach 27 Jahren dann zurück nach Derry kommen. Die Situationen wechselten immer zwischen Kindheit und Gegenwart hin und her. Das war teilweise auch ziemlich chaotisch, weil dann in einer Kindheitserinnerung plötzlich noch eine Erinnerung steckte. Aber trotzdem gab es einen roten Faden und ich habe auch nie den Überblick verloren. Am besten kann ich es vielleicht damit beschreiben, diese Geschichte war wie ein großes Puzzle, wo man immer mehr und mehr Teile bekommen hat, bis man es am Ende dann in ein großes Ganzes zusammensetzen konnte. Ich habe jeden der 7 Freunde total lieb gewonnen und mit ihnen mitgelitten und mitgefiebert. Außerdem schafft es kein anderer wie Stephen King, die Abgründe der Menschheit so unverblümt aufzuzeigen. Es gab schon ein paar sehr erschreckende Stellen in dem Buch, aber eine fand ich ganz besonders schlimm. Und als ich dieses Buch endlich zu Ende gelesen hatte, muss ich sagen, war das auf der einen Seite, war ich ganz froh darüber, weil die Werke von Stephen King gehen doch auch sehr auf die Psyche und S war ja nun mal ganz besonders lang. Aber auf der anderen Seite war es auch ein bisschen traurig. Ein bisschen wie so eine Lieblingsserie, die jetzt zu Ende gegangen ist. Nachdem ich das Buch beendet hatte, habe ich mir dann auch noch den ersten Teil von der Neuverfilmung auf Blu-ray angesehen. Und muss sagen, dass es da auch viele Änderungen gab, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber bei manchen Änderungen bin ich der Meinung, die hätten sie auch wie im Buch lassen können. Andere waren wahrscheinlich besser für den Film. Aber im Großen und Ganzen, fand ich, haben sie diese Story gar nicht schlecht verfilmt. Aber das Buch war deutlich gruseliger als der Film. Was ich nicht gedacht hätte. Also ich habe am Anfang
als ich den Film mir gekauft habe, wirklich mit mir gerungen, ob ich mir den angucken soll, weil ich doch mich schon sehr gegruselt habe vor dem Film. Aber das Buch war wirklich deutlich gruseliger als der Film. Und im September soll ja dann auch noch der zweite Teil von der Neuverfilmung ins Kino kommen. Und ich möchte mir den unbedingt angucken, weil ich habe mir schon einen Trailer angeguckt und das sieht schon danach aus, als ob das nochmal deutlich unheimlicher werden wird als der erste Teil. Und James McAvoy wird auch darin den Bill spielen und schon allein deswegen lohnt es sich für mich, den Film anzugucken, weil ich den Schauspieler wirklich gut finde. Aber was hast du denn vielleicht für eine Lieblingsgeschichte von Stephen King? Schreib es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen. Eure Rena. Tschüss.